Roland Thüringer eine sensationell gemachte satirische Aktion von 50 oder mehr Künstlern hat für sehr viel Polarisierung in der Bevölkerung gesorgt. War das zu erwarten? Ja, von meiner Seite aus ja, weil wenn ich bei sowas mitmache, dann ist das normalerweise die Wirkung von sowas. Und da liegt es auch vielleicht daran, dass zu viele Menschen diese Art von Satire nicht verstehen wollten oder konnten? Ich glaube, dass gar nicht an der Satire an sich liegt, sondern es liegt daran, dass momentan so eine aufgeladene Stimmung ist, dass wenn man irgendwo seine Meinung äußert, die nicht wirklich konform ist, dass man automatisch gleich mal niedergehoppt wird. Und das haben vielleicht die Betreiber dieser Idee möglicherweise unterschätzt, dass das so stark ist. Mich wundert das nicht, weil es ja eh schon ein Prozess ist, der schon länger im Gang ist. Ja. Aber keine Reue darüber? Ja, warum? Das hat so funktioniert, du kriegst eine Idee geliefert, das wäre das, würden sie da mitmachen, dann sagst du ja, dann machst du das, was du machen willst, schickst das Video weg und das ist das, was ich machen will, warum eine Reue. Ne? Andere Frage, die Kunst liegt da wirklich am Boden und die Politik tritt mit Füßen auf die Kunst hin. Was muss sich ändern? Das kann ich jetzt nicht sagen, dass die Politik auf die Kunst hintritt. Es wird alles zugesperrt, wo halt viele Menschen zusammenkommen, ob das jetzt Sport ist oder Hotels oder die Kunst auch. Das ist halt jetzt so. Ich sehe jetzt nicht die Kunst unbedingt schlechter behandelt als alles andere. Ja. Kann die Kunst unter diesen doch teilweise sehr schwierigen Bedingungen, die auferlegt werden, erfolgreich wieder durchstarten? Das wird die Zeit dann zeigen. Also jetzt müssen wir mal schauen, wann wir wieder spielen dürfen und ob dann die Leute noch kommen und unter was für Bedingungen sie kommen dürfen. Aber das ist jetzt viel zu früh zu sagen, das ist kein Fest und Lesen. Es ist durchaus möglich, dass das alles wieder irgendwann nach einer gewissen Zeit einrennt und das wieder ein normaler Betrieb ist. Es kann aber so sein, dass das eigentlich schon langsam immer mehr und mehr abflaut. Das ist alles möglich. Was man uns natürlich nicht wünschen. Danke, Roland Thüringer. Bitte. Gerne. Seit 14 Monaten bestimmen wechselnde Verordnungen und sich ständig verschärfende Gesetze unser Leben. Und zwar in einem Ausmaß, ich nenne es dystopisch, das sich vor eineinhalb Jahren niemand von uns hat vorstellen können. Und seither wechseln harte und weiche Lockdowns ab. Wobei sich meist jede regierungsamtlich verkündete Lockerung im Prinzip als Verschärfung darstellt. Waren anfangs noch Schals und selbstgenähte Masken möglich, so gilt heute dieser Plastikdeckel der FFP2-Maske, kaum jemand weiß, was das ausgesprochen bedeuten soll, als Standard. Ebenso gar im Freien wie hier. Waren im Sommer 2020 Kultur, Sport, Gastronomie und Hotellerie noch frei zugänglich, so mussten im Herbst bereits schriftliche Angaben gemacht werden, Name, Telefonnummer, wenn man zum Beispiel auf ein Bier oder auf ein Glas Wein gegangen ist. Und demnächst soll mittels eines Gesundheitsausweises, der, so wird er genannt, grüner Pass, wobei das Grüne offensichtlich für positiv steht, ist ein schrecklicher, schrecklicher Pass, wird mit so einem Pass eine vollkommene digitale Bewegungs- und Aufenthaltskontrolle angestrebt. Der Mensch soll zu einem QR-Code herabgestuft werden. Dagegen gilt es aufzutreten, dass sich solche autoritäre Tendenzen nicht politisch und gesellschaftlich festsetzen. All diese Maßnahmen, Pflichttesten, Testpflichten, Tracking, Ausgangsverbote, Überwachungsstaat werden mit der Gefährlichkeit des Virus argumentiert. Dessen Existenz leugnet niemand hier. Jedoch sind wir der Meinung, dass die Maßnahmen überschießend unverhältnismäßig sind und dass das Virus dazu benutzt wird, unsere Demokratie auszuhöhlen und unsere Grundrechte einzuschränken. Dagegen protestieren EU-weit, ja weltweit, jeden Tag, vor wenigen Tagen in London Hunderttausende, da müssen wir noch ein bisschen anzahlen, damit wir so viel werden. Menschen auf diesem Planeten, sie empfinden wie wir die Maßnahmen als gesundheitlich inadäquat,
wirtschaftspolitisch verheerend, sozialpolitisch spaltend und demokratiepolitisch schädlich, wie es in unserem Aufruf Demokratie und Grundrechte heißt. Wir, damit komme ich schon zum Schluss, sind eine Gruppe gesellschaftskritischer Menschen, die sich zur Aufgabe gestellt hat, gemeinsam für eine demokratische und solidarische Gesellschaft zu kämpfen. Und zwar für eine Gesellschaft in Freiheit und Gerechtigkeit. Das eine ist ohne das andere wertlos. Der Erde herrscht helle Aufregung. Man hat Viren entdeckt. Die vielen Masken kann man noch vom Weltraum aus beobachten. Im Sonnensystem bewegt sich noch alles im gewohnten Gleichklang. Der Merkur, die Venus, die Erde, der Mars, der Jupiter, der Saturn, der Uranus ist entschuldigt, der Neptun und der Pluto. Aber auch im Universum macht man sich Sorgen um die Gesundheit. Vielleicht sollten wir hier auf Erden etwas vom Himmel lernen. Dort braucht man keinen Tunnel, um ein Licht zu sehen. Der Punkt war dann der, dass
dass ja gegangen ist um die Finanz, die bösen Banken und die so gemein sind zu uns und so. Und dann habe ich noch gesagt, naja, aber bei den Krediten war es schon so, dass wir auf die Bank gegangen sind und nicht der Bankbeamte zu mir heimgekommen ist mit der Bank an und gesagt hat, nimm deinen Kredit, sonst bloß ich dir die Birnen weg. Ist dann auch nicht so gut angekommen, da haben sie geschrieben, Themenverfehlung. Aber am Schluss wollten sie dann da mit den neuen iPad Selfies mit mir machen. Also ich bin ein gebranntes Kind. Was ich zum heutigen Thema zu sagen habe, ist meine Position. Kennt ihr? Was ich nur sagen möchte, ist, ich bin deswegen da, weil ich von meinem Gefühl auch finde, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, wo wir letztendlich am Ende des Tages mehr Schaden anrichten, als wir jetzt aus lauter Solidarität helfen wollen. Ich habe das einmal so gesagt, mir kommt das so vor, wie, Sie können sich erinnern, wenn man früher Filme gesehen hat, wo dann irgendwann ein Schiff untergegangen ist. Das ist ein ganz berühmtes, die Titanic, ja, die ist auch untergegangen. Und immer, wenn so ein Schiff untergeht, schreit dann irgendwann einmal der Captain, wenn er nicht mehr weiß, was er zu tun hat, schreit er dann meistens: Frauen und Kinder in die Rettungsboote! Ja, die Männer müssen unter Deck und absaufen. Ja. Und da ist eine gewisse Umkehrung passiert. Also das, was wir jetzt nicht wirklich, aber inhaltlich sagen, ist: Kranke und Alte in die Rettungsboote, Frauen, Kinder unter Deck absaufen. Das ist zwar solidarisch, aber auf lang... Nein, hey, das ist nicht ein Applaus wert. Es ist nur auf... Es ist kurzfristig gut, aber langfristig schlecht, weil... Jetzt stehen wir da, ich stehe da, ich rede zu euch, und wir haben alle ein Anliegen und wir sind überzeugt davon, dass es das, was passiert, ganz schlecht ist, die Maßnahmen und die Demokratie ist gefährdet, etc. Mit all den Argumenten, die wir schon 100.000 Mal gehört haben, im Internet oder von wem anderen und gesagt haben. Ja. Aber es ist nicht auszuschließen, dass irgendwo, vielleicht drei Straßen weiter, eine andere Veranstaltung ist, wo auch Menschen demonstrieren. Und auch gegen die Maßnahmen der Regierung, aber aus einem anderen Grund, weil die Maßnahmen zu gelinde sind. Ja, weil die nicht weit genug greifen, weil nicht durchgegriffen wird, weil der Lockdown viel härter gehört. Ganz einfach vielleicht deswegen, weil sie Angst haben, zu erkranken oder Angehörige zu verlieren. Und jetzt ist meine Frage, wer hat denn recht? Ihr habt recht. Ich weiß, es ist ja, ich stehe jetzt auch da, ja, man glaubt dann, man hat recht. Ja, aber woher wissen wir das letztendlich, was ist richtig und was ist falsch? Und dieses Verbindete, dass man drüber redet, ja, das gibt es offenbar nicht mehr. Und vielleicht kommt das nur aus einem Grund, weil das ist das was mich am meisten in der ganzen Situation schmerzt, dass überhaupt nicht sachlich gesprochen wird darüber, sondern dass in Wahrheit man sich nur mal gegenseitig ankotzt. Und das gilt bitte für beide Seiten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gilt für beide Seiten, es ist kein Diskurs mehr möglich, es ist schrecklich. Und unter dem aber schwebt für mich in Wirklichkeit eh wieder eine Angst. Ja. Bei uns da ist es vielleicht die Angst vor Verlust der Freiheit, Verlust der Demokratie, vor einem totalitären System etc. Bei den anderen ist es die Angst vor Verlust der eigenen Gesundheit und vielleicht Verlust eines Angehörigen etc. Ja. Und das, warum ich jetzt unbedingt machen will, ist Folgendes. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass dieser Verlust der Freiheit auf der einen Seite hier und der Verlust der Gesundheit auf der anderen Seite, die, was da drüben demonstrieren, schon längst passiert ist, dass es gar nichts mit einem Virus zu tun hat? Weil ganz ehrlich, wenn wir alle da mit unseren Geräten, mit euren Smartphones da steht und habt Angst, dass ihr eure Freiheit irgendwann verliert, ihr habt das freiwillig schon hergegeben. Ihr habt es schon längst hergegeben. Ja. Und bei der anderen Demonstration, wo sie stehen und Angst haben vor vom Verlust der Gesundheit, ja, mit einem Blutdruck 27.000 Bar, Kettenraucher, Gewohnheitstrinker, so am Hampen und dann Angst zu haben, ich verliere meine Gesundheit, die ist schon weg. Ja. Aber trotzdem hätte ich eine große Bitte, weil wir haben jetzt eine neue Chance, wir haben einen neuen Gesundheitsminister. Und das Beste, jetzt wieder ausgelacht. Sechs Uhr einfach ist, er wird ausgelacht. Ja, wir kennen ihn nicht einmal.
gar nichts. Ich weiß nicht, er ist sehr groß und hat Turnschuhe. Aber wäre nicht das Beste, wenn wir den Gesundheitsminister und damit auch die Regierung und damit auch den ganzen Staat, der sich so nett um uns kümmert, ganz einfach entlassen? Na Moment, hey, nein, nein, hey, jo, 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 habt's geglaubt? Nein, entlassen aus der Verantwortung, dass wir sagen, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, Sie sind nicht mehr für unsere Gesundheit verantwortlich. Wir sind eigenverantwortliche Menschen, wir können das selber. Und der Herr Gesundheitsminister hat gesagt, und das finde ich sehr schön, dass er es gesagt hat, ja, er ist hier, um Leben zu schützen. Und da sage ich, Herr Gesundheitsminister, Sie sind ja zugleich auch für den Tierschutz verantwortlich. Dann können Sie doch gleich, wenn Sie Leben schützen wollen, alle Tiere, die in Massentierhaltung gehalten werden, ja, wo es uns sowas von am Arsch vorbeigeht, einfach entlassen und das verbieten. Das würde so viele Leben schützen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Wir sind vor der Herausforderung gestanden, dass man uns die Perspektive gegeben hat im Jänner, dass kein Geld mehr für Unterstützungsleistungen da ist. Und das hat uns natürlich Angst gemacht und zu dieser Aktion 5 vor 12 bewegt. Wir haben uns damals gesagt, wenn wir 50 Betriebe werden, dann die Anliegen von uns vorbringen, dann müssen wir uns nicht blamieren. Es sind dann weit über 200 geworden, die da dabei waren. Betriebe, Kollegen und Kolleginnen mit ihren Mitarbeitern, die diese Aktion unterstützt haben. Wir haben da stehen Menschenrechte, Grundrechte. Ein maßgebliches Grundrecht für mich war ein Recht auf Arbeit und eigenes Einkommen. Eigenes Einkommen für uns Gastronominnen und auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es geht uns schlecht, finanziell und menschlich. Wir sind die am härtesten betroffenen Branche und haben den längsten, härtesten, harten Lockdown von allen Unternehmen. Die meisten hatten in den letzten 13 Monaten 8 Monate geschlossen. Manche durchgehend seit letztes Jahr März. Man hat uns durch das Betretungsverbot von Kultur, Tourismus und Freizeitbetrieben zu Bettlern und Bittstellern degradiert. Viele hatten zuvor gesunde Unternehmen und sind nun in einer finanziellen Krise. Viele, auch ich, mussten einen Kredit aufnehmen, um den Fortbestand ihres Unternehmens zu sichern und weiterhin die Arbeitsplätze zu erhalten. Viele haben ihre Ersparnisse für die Pensionen oder andere Rücklagen aufgebraucht, ihr Auto verkauft, sind in kleinere Wohnungen umgezogen und, und. Streitigkeiten und gerichtliche Auseinandersetzungen mit Vermietern wegen nicht bezahlter Mieten betreffen fast die Hälfte der Unternehmen und bereiten viele schlaflose Nächte. Tausende Mitarbeiter sind in der Kurzarbeit und leben am Rande der Existenz. Sie können mit 80% Lohnentschädigung und ohne Trinkgeld nicht überleben. Wir hatten im Herbst so tolle Präventionskonzepte und es gab nachweislich auch nur 2% Ansteckungen in der Gastronomie und im Tourismus. Die Situation tut ja auch persönlich etwas mit uns und unseren Mitarbeitern. Viele sind verzweifelt, haben finanziell große Sorgen, haben Depressionen, werden krank, sind wütend und traurig. Es kann nicht das Ziel der Regierung sein, uns krank zu machen. Nicht durch Corona, sondern durch Angst, Armut und Verzweiflung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Kinder daran gehindert werden, sich frei zu bewegen, ihre Freunde zu treffen, zu singen und zu tanzen, wenn Kinder mit anderen getestet werden, ob sie in Ordnung sind oder eben nicht, dann passen sich diese Kinder sehr gut an. Sie spalten alle ihre Bedürfnisse ab, bis die Bedürfnisse völlig verschwinden. Dann werden sie zu kleinen Erwachsenen, die sehr leicht manipulierbar sind. All das endet in einer dauerhaft traumatisierten Situation bei allen Kindern, indem ihnen ständig vermittelt wird, dass sie eine Gefahr für alle Erwachsenen sind. Ich sah Kinder mit Masken und Handschuhen zusammengekauert in der Ecke sitzen.
Manche haben sich nicht mehr aus der Wohnung getraut. Eltern haben ihre Kinder in den Wohnungen eingesperrt. Einige durften die Verkehrsmittel nicht mehr benutzen. Eltern haben ihren Kindern gedroht, dass sie nicht mehr in die Schule dürfen, wenn sie die Maske in der Schule abnehmen. Ein Mädchen mit Down-Syndrom begann sich in der Betreuung mit dem Bleistift in den Oberarm zu stechen. Sie dachte, dass alle gestorben wären und sie wäre schuld und bestrafte sich. Kinder riefen mich an, weil sie aus dem Fenster springen wollten. Ein Bub saß in der Ecke und weinte unter der Maske. Ich glaube, ich habe Depressionen, hat er immer wieder gesagt. Ein Mädchen versuchte, sich die Augen zuzukleben. Es gab Kinder von Migrantenfamilien, die ein halbes Jahr nicht erreichbar waren, die keine Möglichkeit hatten, im Homeschooling Kontakt aufzunehmen. Das war eine massive Diskriminierung dieser Kinder. Als ich die Sommerschule machen konnte, bat ich die Bildungsdirektion, eine gesunde Jause an die Schule zu liefern. Die Antwort war, die Kinder brauchen kein Obst, sie sollen Deutsch lernen. Lehren ist Beziehung, so wie Atmen Leben ist. Jeder kennt den Spruch, man lernt nur von dem, den man liebt. Einen Menschen zu lieben, zu respektieren, zu bewundern, zu tadeln oder zu loben, das geht nicht über Webcams oder digitale Medien. Jede Beziehung braucht Nähe, Berührungen, Mimik, Gestik und Umarmungen. Um jemanden lesen zu können, muss ich sein Gesicht sehen, denn das tut den Menschen gut. Danke. Das Ergebnis dieses distanzierten Verhaltens ist bei Kindern in erschreckender Weise sichtbar und reicht von Autoaggressionen bis zur völliger Verängstigung und Zurückgezogenheit. Psychische und physische Schäden sind überall erkennbar. Angst, Einsamkeit und Stress schwächt unser Immunsystem. Wir müssen doch alle sterben. Die Frage ist nur, wie wollen wir bis dahin leben? Danke. Während diesen langen Schulschließungen hat man den Kindern zuerst die Großeltern, dann die Freunde, die Lehrer, die Lehrerinnen, die Therapeuten und zuletzt die Vertrauenspersonen genommen. Ich bin Arzt. Warum bin ich Arzt geworden? Weil ich Menschen helfen möchte, weil ich möchte, dass sie wieder gesund werden, wenn sie krank sind, und ich möchte, dass sie vielleicht gar nicht erst krank werden. Einen ganz wichtigen Grundsatz hat man mir in meinem Medizinstudium mit auf den Weg gegeben, und dieser Grundsatz findet sich schon im Hippokratischen Eid, der seit 2000 Jahren die ärztliche Tätigkeit bestimmt. Ich soll mit dem, was ich als Arzt tue, keinen Schaden anrichten. Ja. Seit mehr als einem Jahr, richten wir massiven Schaden an mit Maßnahmen gegen eine Erkrankung, die für die meisten von uns unbedeutend ist. Eine Erkältung, nicht mehr. Keiner leugnet, dass es ernste Verläufe gibt, dass es schwere Verläufe gibt und dass auch Menschen daran versterben. Aber an der Influenza sind auch schon viele gestorben, jedes Jahr. Und es gab alle paar Jahre mal wieder richtig heftige Influenza-Wellen. Und man hat es als einfach normal hingenommen, weil es eben zum menschlichen Leben gehört. Viren sind so alt wie die Menschheit. Und es wird jetzt so getan, als wäre Corona etwas ganz, ganz Neues. Das ist nicht der Fall. Und schauen wir uns an, was wirklich an Schaden entstanden ist. Vor einem Jahr habe ich im ZIP 2 ganz am Anfang des Lockdowns gesagt, unserem damaligen Gesundheitsminister, überlegen wir nochmal, ist das wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Wo ist die wissenschaftliche Evidenz, dass das mehr Nutzen als Schaden bringt? Und entscheiden dann mit Bedacht, was ist wirklich gut für die Menschen.
Er hat mir damals Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und er müsste Zehntausende von Menschenleben retten. 10.000 sind inzwischen trotz aller Maßnahmen gestorben. Das heißt, die Maßnahmen waren nicht mal effektiv. Und was ist an Schaden entstanden? Dieser Schaden ist offensichtlich. Wir haben fast eine 500.000 Arbeitslose und 500.000 in Kurzarbeit. Und es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass Arbeitslosigkeit die Gesundheit gefährdet, dass Arbeitslosigkeit zu einer Verkürzung der Lebenszeit führt. Ein bestimmter Teil unserer Bevölkerung wird in wirtschaftliche Not gebracht. Das heißt, wir vergrößern Armut, wir vergrößern den Anteil der Bevölkerung, die von Armut bedroht sind. Und auch hier gibt es gute Studien. Armut führt zu einer verkürzten Lebenserwartung. Die 20% Ärmsten der Bevölkerung haben eine Lebenserwartung, die um 8 bis 9 Jahre unter der Lebenserwartung der 20% Reichsten liegt. Wenn wir also Armut schaffen, und das tut unsere Regierung nun konsequent seit einem Jahr, dann verkürzen wir auch das Leben dieser Menschen. Wir nehmen ihnen Lebenszeit. Und es muss zumindest erlaubt sein, hierüber zu diskutieren. Und das ist offensichtlich auch verboten. Unsere Medien diskreditieren alle Kritiker als Rechte und Verschwörungstheoretiker. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir sind auch keine Corona-Leugner. Aber wir fordern Verhältnismäßigkeit ein, was die Maßnahmen anbetrifft. Die Kinder, unsere Zukunft, die zahlen den Preis am allermeisten für das, was jetzt geschieht. Seit einem Jahr, ich habe selber Kinder, 13 und 15 Jahre alt, seit einem Jahr kein vernünftiger Schulunterricht mehr. Bildungsverlust, psychische Belastung, zusätzlich jetzt durch Zwangstestungen einmal in der Woche, vollkommen sinnlos. Wir wissen aus Studien, dass diese Tests erstens mal bei asymptomatischen, also Kindern ohne Beschwerden, eine ganz schlechte Sensitivität haben. Das heißt, die Kinder, die tatsächlich infektiös sind, werden von dem Test überhaupt nicht erfasst. Und dafür gibt es einen Haufen Falsch-Positive, die dann weiter getestet werden, die stigmatisiert werden, die vielleicht gemobbt werden in der Schule, weil sie testpositiv sind und ein potenzielles Risiko für die anderen darstellen. Den Kindern wird Angst gemacht vor einer Erkrankung, die für Kinder vollkommen unbedeutend ist. Und dafür nehmen wir in Kauf, dass die Psychiatrie, die Kinderpsychiatrie im AKH inzwischen Wartezeiten von 3 Monaten aufweist. Und nicht nur dort, sondern die Kinder überhaupt in psychiatrische Behandlung kommen müssen, weil sie Depressionen haben und weil sie sich in ihrem Leben nicht mehr zurechtfinden. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Wir haben Beispiele in der Welt, wie zum Beispiel Schweden, die haben es anders hingekriegt. Sie haben es geschafft, ihrer Bevölkerung und ihren Menschen Eigenverantwortung zu geben. Wir sind doch selbst intelligente Leute alle. Wir können doch selber entscheiden, was wir machen. Wir brauchen vernünftige Beratung und dann muss jeder seine Entscheidung selber treffen. Und wer Angst vor dem Virus hat, der kann zu Hause bleiben. Und wer keine Angst hat, der darf sich auch hier draußen versammeln. Und das bitte auch ohne Maske. Und zum Schluss sage ich noch ein Dankeschön an die Polizei da drüben, dass ihr uns hier weitgehend in Ruhe gelassen habt, obwohl wir vielleicht nicht alle 2 Meter Abstand haben. In Deutschland gibt es inzwischen eine Umfrage, dass 60% der Polizisten eigentlich auf unserer Seite sind, aber sich nicht trauen. Vielleicht ist es hier ja genauso. Und
gerade hat mir jemand zugesteckt, ich habe es noch nicht verifiziert, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in Spanien haben sich die Polizei und die Feuerwehr zusammengeschlossen, um selbst gegen die Maßnahmen vorzugehen. Wir werden immer mehr und wir werden immer lauter und wir werden ein Schluss machen mit diesem Unsinn.